Afrika besitzt eine faszinierende Tierwelt. Zu ihr gehört auch eines der größten und gefährlichsten Reptilien der Welt, das Nilkrokodil. Ich bin von ungefähr 100 wunderschönen Nilkrokodilen umgeben. Die meisten Leute fahren auf Löwen, Elefanten oder Zebras ab. Aber für diese außergewöhnlichen Tiere können sich nur sehr wenige erwärmen. Auf meinem Kanu-Trip werden wir direkt in ihren Lebensraum vorstoßen und hautnah miterleben, wie sie jagen, fressen und in der Sonne dösen. Ich hoffe, ich kann euch auf diese Weise ein bisschen für diese herrlichen Panzerechsen begeistern, die man hier in Sambia platte Hunde nennt. Ich bin im September nach Sambia gekommen. Jetzt, gegen Ende der Trockenzeit, sind die Pegel der Flüsse stark gefallen und daher lassen sich, wie hier am Luangwa, Wildtiere besonders gut beobachten. Im Luangwa und seinen Nebenarmen kommen nicht nur besonders viele Krokodile, sondern auch Flusspferde vor. Die wehrhaften Dickhäuter sind äußerst gefährlich und auch die Panzerechsen müssen sich vor ihnen in Acht nehmen. Je weniger Wasser der Fluss führt, desto weniger Platz steht den Tieren zur Verfügung. In dieser Situation sind sie besonders reizbar und reagieren oft sehr aggressiv, vor allem in der Paarungszeit. Ihr braucht mich gar nicht so wütend anzuschauen. Ganz vorsichtig fährt Steve an die Tiere heran, denn sie greifen gelegentlich auch Boote an. Flusspferde sind die zweitgrößten Säugetiere Afrikas. Hinter mir seht ihr eine Herde mit ca. 30 Kühen und einem feisten Leitbullen. Abseits davon befinden sich einige etwas jüngere Männchen. Sie haben ihre Geschlechtsreife zwar bereits erreicht, aber die Jungs dürfen sich den attraktiven Mädels auf keinen Fall nähern. Sonst gibt es ziemlichen Ärger. Wow! You see that? Habt ihr das gerade mitbekommen? Der große, etwa 20 Jahre alte Boss hat sich wutschnaubend auf einen der Burschen gestürzt und macht ihm unmissverständlich klar, dass er die Hufe von seinen Kühen lassen soll. Ich kann jetzt nicht weiterfahren. Die Tiere sind zu unruhig. Überall brechen Kämpfe aus. Wie hier vorn. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Es geht wieder los. Immer wieder rammen sie sich. Ihre Hauer sind so dick wie mein Handgelenk. Unter den Bullen geht es ganz schön herb zu. Oft stoßen sie sich die Eckzähne tief ins Fleisch und verwunden sich dabei schwer. Viele sterben noch im Wasser an ihren Verletzungen. Der Stress ist für die männlichen Flusspferde gewaltig. Denn paaren können sie sich nur, wenn sie als Sieger aus den blutigen Kämpfen hervorgehen.
Der Kerl hat nur noch ein Ohr. Vermutlich wurde ihm das andere von einem Gegner abgerissen. Nicht weit von der Herde entfernt liegt ein totes Flusspferd am Ufer. Für die Krokodile ist das verendete Tier ein willkommenes Fressen. Steve geht an Land, um die Reptilien bei ihrer Mahlzeit zu beobachten. Ich habe gehofft, dass wir sowas entdecken. Rund um den Kadaver sieht man eine Menge Spuren. Die Panzerechsen haben sich alle verdrückt, als sie mich bemerkt haben. Ich pirsche mich näher ran und lege mich im Gras auf die Lauer. Das ist die ideale Stelle. Ich muss nicht lange warten. Schon bald kehren die Krokodile zurück. Einen solchen Leckerbissen können sie sich einfach nicht entgehen lassen. Yes! Zunächst sind die Tiere sehr vorsichtig und halten noch einige Meter von dem toten Flusspferd Abstand. Unglaublich. Eine große Zahl stattlicher Krokodile hat sich im flachen Uferbereich versammelt. Viele von ihnen sind über 3 Meter lang. Es sind 20 bis 30 Tiere. Eine der Panzerechsen macht den Anfang. Sobald sie sich dem Kadaver genähert hat, erwacht bei den anderen der Futterneid. Nun setzen auch sie sich in Bewegung. Gemeinsam machen sie sich über das riesige Tier her und reißen einzelne Stücke heraus. Da sie nicht kauen können, schlingen sie alles auf einmal hinunter. Vermutlich fressen die Burschen schon seit einigen Tagen von dem Flusspferd. Zuerst vertilgen die Krokodile die Eingeweide. Später, wenn der Verwesungsprozess schon fortgeschritten ist, fressen sie auch das aufgeweichte Muskelfleisch. Angelockt vom stechenden Kadavergeruch finden sich immer mehr Reptilien am Ufer ein. Beim Fressen gibt es eine klare Rangordnung. Die kleineren Tiere lassen den Großen den Vortritt und warten in sicherer Entfernung geduldig, bis sie an der Reihe sind. Wenn sie satt sind, ziehen sie sich ins Wasser zurück und schwimmen zu einem schönen Plätzchen, an dem sie sich ausruhen können. Das tun sie zu jeder Tageszeit. Wie alle Reptilien sind auch Krokodile wechselwarme Tiere. Um ihre Nahrung verwerten zu können, müssen sie ihren Körper in der Sonne aufwärmen und so den Stoffwechsel anregen. Dieser Kerl hat eine besonders große Portion verdrückt. Mühsam schleppt er sich mit seinem vollen Bauch ans Ufer. Er wird hier so lange liegen bleiben, bis er sein opulentes Mahl verdaut hat. Die Stelle scheint beliebt zu sein. Auch andere Echsen nehmen hier ein Sonnenbad. Nach Anbruch der Dunkelheit unternimmt Steve eine Erkundungstour entlang des Ufers. Nachts, wenn die Temperaturen sinken, werden viele Tiere erst aktiv. Die Flusspferde gehen nun an Land, um zu fressen. Sie weiden zwar auch Wasserpflanzen und Schilf ab, aber sie bevorzugen Gras, das sie mit ihren verhornten Lippen abbeißen. Auch die Krokodile schlafen nicht. Einige von ihnen liegen zwar noch reglos am Flussufer, doch aufmerksam verfolgen sie, was in ihrer Nähe passiert. Did you see that? Habt ihr das gesehen? Das große Weibchen hat seinen weit aufgerissenen Rachen extra in den Abendwind gehalten. Da Krokodile keine Schweißdrüsen haben, wie wir Menschen, lassen sie Wasser in ihren Mundschleimhäuten verdunsten, um ihren Körper abzukühlen. Diese beiden liegen sich direkt gegenüber. Sie sind etwa gleich groß. Ich schätze, ihre Länge beträgt 3 Meter. Here we come. Come on.
Offensichtlich haben sie Schiss bekommen und sind schnell ins Wasser geglitten. Krokodile sind sehr scheue Tiere. Wenn man sich ihnen an Land nähert, ergreifen sie meist die Flucht. Im Fluss fühlen sie sich sicher und beobachten mich ganz genau. Plötzlich verlassen auch die Flusspferde den Uferbereich. Panisch stürmen sie ins Wasser. Der Grund ist ein Löwe. Die Raubkatzen jagen vorwiegend nachts und lauern Tieren auf, die am Ufer des Luangwa ihren Durst stillen wollen. Da ihm die Flusspferde entkommen sind, zieht sich der Löwe wieder zurück. Gelassen durchquert er das seichte Wasser. Die Krokodile scheinen ihn nicht besonders zu beeindrucken. Ich habe mich gewundert, warum der Kleine so mager ist. Aber jetzt ist es mir klar. Ein Teil seines Unterkieferknochens fehlt. Das erste Nilkrokodil, das ich gefangen habe. Obwohl der Bursche noch recht jung ist, hat er sich ganz schön gewehrt und mit einem Zahn meinen Daumen erwischt. So ein kaputter Unterkiefer ist bei der Jagd sicher eine große Behinderung. Aber wie ich gerade feststellen konnte, scheint er genügend Biss zu haben, um Beute zu machen. Ich schätze sein Alter auf 3 Jahre. Er ist in relativ guter körperlicher Verfassung. Nur an Land ist er ein wenig zu langsam. Werft einmal einen Blick auf seine Augen. Ihre Pupillen weiten sich extrem in der Dunkelheit und nehmen sehr viel Licht auf. Daher kann unser Freund wie alle Krokodile nachts hervorragend sehen. Interessant ist auch die durchsichtige Nickhaut, die sich quer über das Auge zieht. Komm, zeig sie uns nochmal. Da ist sie. Die Nickhaut ist eine Art Taucherbrille. Sie ermöglicht es den Tieren unter Wasser zu sehen. Selbst in dieser trüben, dunklen Brühe können sie mit ihr noch Umrisse erkennen.